hier ist Nathalie und ihr seht am anderen Aufbau hier heute, dass ich mal wieder unterwegs bin. Und ich hoffe jetzt auch, dass das Ganze ganz wunderbar auch im Hotel hier hochgeladen werden kann. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch eure Wochenkarten für die kommende Woche wieder rausgezogen aus den Kartendecks und kann euch jetzt hier mit folgenden Themen mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorbereiten auf die Woche. Und zwar geht es definitiv die Woche im übergeordneten Sinne um den Umgang mit euren Mitmenschen. Wie so oft. Und da ist die erste Karte schon mit Höre auf deine Gefühle da. Und da heißt es, lass dich nicht von anderen überreden, etwas Falsches zu tun, was heißen soll, dass ihr natürlich mal wieder sehr auf euch hören sollt, was ihr wirklich wollt, was ihr nicht wollt, mal wirklich reinspürt in euch. Viele, viele, viele Male in unserem Leben sind wir einfach dazu geneigt, es anderen recht machen zu wollen, um uns vermeintlich selbst dann irgendwie Schaden zu ersparen, beziehungsweise um letzten Endes dann zu sagen, naja, wenn ich dies, das und jenes Maul gestopft habe im Außen, dann ist auch alles für mich ganz super. Aber das Gegenteil ist an sich der Fall. Denn es ist eben so, dass man letzten Endes sich immer so ein bisschen von der Tatsache blenden lässt, wenn ich alles mache, was andere sagen, ist alles gut. In Wirklichkeit, wie gesagt, ist es so, dass man selbst auf sich hören sollte. Denn wenn man sich selbst folgt, dann folgt auch der Erfolg. Und wenn man sich selbst nicht folgt, dann muss man sich nicht wundern, wenn es einem dann nicht so gut geht, wenn man sich selber verleugnet und verbiegt und einfach nicht das tut, was man wirklich für richtig hält. Also insofern ist es ganz wichtig, dass ihr sehr, sehr in euch reinspürt, was wollt ihr wirklich, was ist wirklich euer Herzenswunsch, ja? Was ist wirklich das, was euch total beflügelt und trägt und wo ihr sagt, oh ja, macht mir total Spaß. Das ist wirklich das, was ich möchte, also das Betonung auf wirklich das, was ich möchte. Manchmal redet man sich vor lauter anderen Menschen, die einem eben Dinge versuchen zu suggerieren, einzureden, redet man sich das selber dann schön und hat eigentlich nichts damit zu tun, was man selber wirklich möchte, ja, und was man wirklich an Entscheidungen treffen möchte. Man hat Angst vor negativen, Reaktionen der anderen Leute. Man hat Angst davor, dass die Dinge dann vielleicht einfach nicht gelingen oder nicht in die Richtung gehen, wie man sich das wünscht. Da spielen viele Dinge, viele Faktoren eine Rolle, aber die geistige Welt möchte euch mit der Karte einfach wissen lassen, dass es super, super wichtig ist, dass ihr euch selbst folgt und dass die geistige Welt immer an eurer Seite ist, um euch herum, oben, unten, hinten, vorne, sozusagen, um euch dazu dann eben auch zu unterstützen. Denn ihr seid frei mit eurem Willen und ihr habt die Macht, das in euer Leben zu ziehen, was ihr wirklich wollt. Und das Universum ist unfassbar kreativ in der Hinsicht. Ja, also selbst wenn ihr euch das in eurem Köpfchen vielleicht nicht so ganz zurechtrücken könnt, wie wird das jetzt werden und wie soll denn das jetzt passieren und wie soll ich denn das jetzt schaffen und etc. pp., dann fällt dem Universum ganz, ganz viel dazu ein. Dinge, die wir wirklich selbst nicht planen könnten. Die sind da, wie gesagt, sehr mächtig, sehr kreativ und ihr seid eben äußerst mächtig durch das Gesetz der Anziehung und durch eure Gedanken, durch euren Fokus. Und das darf ich mal wieder für euch in den Vordergrund rücken, ihr Lieben. Ja, nur zur Erinnerung. Die zweite Karte, Ausdruck und friedliche Kommunikation. Durch meine liebevolle Kommunikation entsteht ein Feld des Friedens. Jede Art, mich auszudrücken, ist getragen von der Energie tiefen Friedens. Also, es geht wirklich darum, eure Kommunikation, und die habt ihr nun mal mit anderen logischerweise, in die Richtung zu bringen, dass ihr euch vielleicht erst bevor ihr mit anderen sprecht, bevor ihr vielleicht wichtige Gespräche habt, bevor ihr irgendwas raustragt, was euch irgendwie am Herzen liegt, guckt wirklich, dass ihr euch selbst erstens schon mal sehr wohl fühlt, dass ihr euch selbst schon mal sehr positive Gedanken zu der anderen Person, zu der Gruppe, zu der Situation gemacht habt, denn dann seid ihr schon mal in eurer Kraft. Ja, dann seid ihr nämlich schon mal da angekommen, wo ihr letzten Endes
die Energie im Griff habt, im Raum. Ja, und das ist sehr wichtig, denn das Positive sozusagen überwiegt kräftemäßig. Das ist einfach so. Das heißt, wenn ihr schon mal genervt oder gereizt oder ängstlich oder mit Schuldgefühlen oder mit all diesem ganzen Quark da ankommt, dann braucht ihr euch leider nicht wundern, wenn das nicht so zu eurem tollsten, wie soll ich sagen, den tollsten Wünschen entspricht, was da bei diesem Gespräch dann rauskommt. Ja, also bereitet euch vor, bereitet den Raum schon mal gedanklich vor, wo ihr euch trefft oder die Umgebung. Stellt euch das schon mal sehr schön vor, lasst euch begleiten von der geistigen Welt, lasst eure Worte führen von der geistigen Welt. Dazu braucht es aber natürlich vorher einfach eure eigene Ruhe und Kraft. Dazu braucht es wirklich oftmals einfach vorher schon mal eine Meditation eventuell, wenn ihr wollt. Sehr hilfreich, kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen, wie immer. Oder es braucht dann eben ganz, ganz viel Wertschätzung eurerseits für die Person, für die Gruppe, für die Umgebung, für die Situation. Das braucht es, ihr Lieben. Das ist wichtig. Und das bringt dann eben auch den entsprechenden Frieden in die Situation. Ja? Also nicht einfach drauf losrumpeln, mit der Tür ins Haus und dann gleich mal losschimpfen und gleich mal eure Meinung vertreten und kämpfen. Das ist jetzt vielleicht in dem Fall, wenn es um friedliche Kommunikation geht, nicht unbedingt ratsam. Das heißt, ihr müsst den Frieden in euch erstmal schließen. Ja, in euch, bitteschön. Okay, ganz, sehr wohlgemeinter Rat aus der geistigen Welt. Dann haben wir als drittes den Hirsch, die mit der Öffnung. Da geht es darum, dass ihr euch eben wirklich für euch selbst öffnet. Dass ihr euch selbst wirklich nochmal ganz klar Gedanken macht, was ihr zum Ausdruck bringen möchtet. Ja? Wie gesagt, wenn jetzt Gespräche anstehen, wenn einfach in Beziehungen Dinge anstehen, die mal zu Worte gebracht werden sollen, ja? Dann ist es einfach wichtig, dass ihr euch ganz, ganz klar seid, was wollt ihr, wie sind eure Vorstellungen und das eben auf so einer friedlichen Basis. Ja? Wenn ihr da, wie gesagt, und praktisch hier gleich mal das Kriegsbeil ausgrabt, ja, dann wird es irgendwie doof. Also insofern wirklich wichtig, erstmal für euch ganz klar werden, ganz friedlich damit sein, wissen, dass ihr unabhängig von jeder anderen Person auf diesem Planeten, im Übrigen, auch wenn das oftmals anders daherkommt und anders scheint, dem ist nicht so. Ihr seid vollkommen unabhängig von jeder anderen Person, weil ihr ganz persönlich für euch bestellen könnt, was ihr erleben wollt. Und da kann sich keiner einmischen, es sei denn, ihr lasst andere Leute sich einmischen bei euch. Da sind wir wieder bei der ersten Karte. Ja? Es hat nichts damit zu tun, dass ihr euch gegen andere Leute wehren müsst und kämpfen müsst. Und nee, das ist nicht die richtige Energie. Ihr in euch sollt erstmal feststellen, was will ich? Und das dann mit dem absoluten Wissen und mit einem ganz tollen inneren Frieden wirklich zum Ausdruck bringen. Und dann habt ihr da ganz, ganz, ganz andere Erfolge, als wie gesagt, wenn ihr da gleich mal gegen etwas kämpfen wollt, denn dann vergrößert sich das, was ihr nicht wollt. Das ist mal Fakt. Ja? Also ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte da dem einen oder anderen unter euch da weiterhelfen und da so ein bisschen weiterbringen im eigenen, wie soll ich sagen, Denkprozess und Verhaltensprozess. Und da wünsche ich euch natürlich jetzt eine wunderschöne, sonnige, tolle Woche, friedliche Woche und klare Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Tschüss.